Nils Schniederjahn hat für den DLF einen Beitrag über Schuljoka erstellt, beziehungsweise über diesen Streit zwischen Schuljoka und KuchenTV. Und was soll ich sagen, hat sich wirklich bis auf die Knochen blamiert. Also, wieso ich das gerade bei Nils Schniederjahn, der auch einen YouTube-Kanal namens Feine Welt hat, nicht verstehe, weil ich ihn eigentlich für klüger hielt, das erkläre ich euch nachher. Aber hören wir uns erstmal an, was er über Schuljoka so geschrieben hat. Anfunk, medias res. Wenn zwei sich streiten, dann klingelt die Werbekasse. Denn wenn sich Schuljoka und Montana Black streiten, dann ist das vielen Leuten ziemlich egal. Ein paar hunderttausend, mutmaßlich jüngere Leute, interessiert es aber brennend, sodass jeder neue Spruch neue Klicks bringt in den sozialen Medien und damit auch. Ich sehe gerade Imp ist im Chat. Sei gegrüßt, Imp. Und er schreibt gerade zu den DMCA-Strikes, die Schuljoka gerade kriegen, Kritiker raushaut. DMCA geht eigentlich nur innerhalb derselben Plattform, weil man dazu auf die Datenbank zugreifen muss, um abzugleichen. Twitter wird keine Datenbank für Tweets haben, also machen die auch nichts, was Urheberrecht angeht. Nein, Imp, das war ein Scherz, den ich eben gemacht habe. Alles gut. Mir ist schon klar, dass sie mich nicht striken, nur weil ich irgendwelche Tweets vorlese. Auch neue Werbeeinnahmen. Nur dass es hier schon lange nicht mehr um einen echten Streit geht, sondern eher um eine Hasskampagne in der Gaming-Szene, wie unser Autor Nils Schniederjahn schildert. Videos gegen Schuljoka lohnen sich. Das zumindest behauptet Marcel Ehres in diesem Video. Da listet er seine angeblichen Einnahmen durch Videos gegen die junge Frau auf. 3.000, 4.000, 3.000, 4.000, ein Düsenjäger vielleicht, nochmal ein Düsenjäger. Also das schmeckt echt gut, Schuljoka. Kannst immer gerne so weitermachen. Den finanziellen Segen nehme ich mit. Ehres Künstlername ist Montana Black. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Streamer. Seit einigen Monaten veröffentlicht er auch Videos gegen die 26-jährige Pia Scholz, die unter dem Künstlernamen Schuljoka ebenfalls als Streamerin unterwegs ist. Wie Montana Black spielt und überträgt auch sie hauptsächlich Spiele im Internet. Ich könnte versuchen, meinem Ehemann den Thron abzunehmen. Jeden Monat besteht. Aber Schuljoka macht auch explizit politische Inhalte. Anders. Jetzt hört mal ganz genau zu, was für politische Inhalte Schuljoka hier lauten, jetzt Schniederjahn, was für politische Inhalte sie so auf Twitch verbreitet. Als die meisten anderen Streamer. Weil sie sich als intersektionale Feministin versteht, gilt sie Teilen der Gaming-Szene als wokes Feindbild. So. Das ist der Grund, weil sie sich als intersektionale Feministin versteht. Also wenn es Teil von intersektionalem Feminismus sein sollte, ich bin nicht so in dieser Ideologie drin, dass man Kritiker, die anderer Meinung sind, wegsperren lässt, sie zensiert und dafür sorgt, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen dürfen. Okay, ja, dann gilt sie deswegen meiner Meinung nach als wokes Feindbild. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie Kritiker zensiert. Also wenn sie rechts wäre und Kritiker zensieren würde, wenn sie versuchen würde, KuchenTV zu canceln aus einer rechten Perspektive, dann würde ich das genauso kritisieren. Wenn sie eine Islamistin wäre, dann würde ich das genauso kritisieren. Wenn sie eine radikale Christin wäre oder auch immer, ist mir egal. Oder eine unpolitische Influencerin, die versuchen würde, ihn zu canceln. Dann würde ich das genauso kritisieren. Es geht darum, dass sie Kritiker versucht zu canceln und gegen unser politisches Lager kämpft. Also das hat natürlich mit ihrer Woken-Ideologie zu tun. Aber jetzt zu sagen, einfach nur weil sie Feministin ist, gilt sie als wokes Feindbild, naja, das ist ein bisschen verkürzt. Wurde sie im Mai 2023 für ihre Mischung aus Gaming und politischer Aufklärung beim Deutschen Computerspielpreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Daraufhin hagelte es mal wieder Kritik aus der Gaming-Community. Der Vorwurf, sie spiele gar nicht so viele Spiele wie andere. Hier etwa geäußert von einem Kanal namens KuchenTV, dem allein bei YouTube mehr als 1 Million Abonnenten folgen. Auf der Twitch-Statistikseite kann man sehen, dass 52% ihrer Inhalte aus Just Chatting bestehen. Also kein Zocken, sondern sie quatschte halt einfach mit ihren Zuschauern. Sie wurde natürlich für diesen Preis kritisiert, ganz klar, weil sie es halt einfach absolut nicht verdient hat, diesen Preis zu bekommen. Die Preisverleihung liegt nun schon über ein halbes Jahr zurück. Die anfängliche Kritik hat sich inzwischen zu einer Kampagne ausgeweitet. So sieht es auch Mick Prinz, Digitalreferent bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Amadeo-Antonio-Stiftung, habt ihr das gerade mitbekommen? Nils Schniederjahn nutzt die Amadeo-Antonio-Stiftung als Quelle, die einen jährlichen Umsatz von ungefähr 7,5 Millionen Euro haben. Also, ja, Organisation, die vom Staat gepampert wird, um gegen Oppositionelle zu hetzen. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Das Propagandaportal der Amadeo-Antonio-Stiftung ist ja Bell Tower News.
und zeig euch mal, was die so über die sozialdemokratischen Nachdenkseiten geschrieben haben. Das ist wirklich unfassbar, mit welche Leute hier Nils Schniederjahn als Autoritätsargument als Autoritätsargument nutzt. Also was soll man dazu sagen? Guck mal, Antisemitismus von links, die verkürzte Neoliberalismuskritik der Nachdenkseiten. Also ihr könnt euch gerne den ganzen Artikel anschauen. Ich habe ihn hier ja eingeblendet. Aber der Punkt des Artikels, den schauen wir uns jetzt mal an. Also das ist das Propagandaportal der Amadeo-Antonio-Stiftung. Oder schick den Artikel ruhig gleich mal in den Chat, dann kann sich den Gitter selbst mal raussuchen. Von der Kritik am Neoliberalismus zum Antisemitismus. Der Befund jahrzehntelanger Forschung der kritischen Theorie und Wissenschaften der Studien zum autoritären Charakter und materialistisch-ideologiekritischer Position werden schlicht nicht zur Kenntnis genommen, sind offenbar gar nicht bekannt oder werden wissentlich umgangen. Dass es auch einen Antisemitismus gibt, der ohne explizite Bezugnahme auf den Begriff Jude auskommt und sich stattdessen mit Anspielungen, Codewörtern und gängigen Bildern, die dort intuitiv und sofort verstanden werden, wo sie verstanden werden sollen, gemeint sind hier die sozialdemokratischen Nachdenkseiten. Da schreibt gerade einer im Chat, Amadeo-Antonio-Stiftung ist die neue Stasi. Ja, das ist die antideutsche Stiftung für Staatssicherheit. So kann man sie natürlich auch nennen. Also das ist, was soll man dazu noch sagen? Die sozialdemokratischen Nachdenkseiten, also die Leute, die bei uns Linken, bei uns, die wir jetzt eine Wagenknecht-Partei gut finden, auf unserer Seite stehen, die werden von der Amadeo-Antonio-Stiftung, beziehungsweise vom, man muss es ja korrekt sagen, so wird man von denen doch verklagt, vom Propagandaportal der Amadeo-Antonio-Stiftung, von Bell Tower News, in die Nähe von Antisemitismus gerückt. Also auf diesem Niveau agieren diese Leute. Und die werden hier jetzt von Nils Schniederjahn als verlässliche Quelle angeführt, wenn es um diesen Shoyoka-Kuchen-TV-Beef geht. Kuchen-TV hatte auch seine Zuschauer dazu aufgefordert, Briefe an die Regierung zu schreiben, damit die Förderung der Amadeo-Antonio-Stiftung kürzen bzw. streichen. Und dem kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Diese Stiftung sollte keinen einzigen Cent staatliches Geld mehr erhalten. Diese Stiftung versucht, die Meinungsfreiheit in Deutschland immer weiter einzuschränken. Sie versucht, Regierungskritiker als Demokratiefeinde, als Rechtsradikale, als Antisemiten zu diffamieren, die damit nichts zu tun haben. Hier in diesem Artikel die sozialdemokratischen Nachdenkseiten. Also eine Zeitung, die sich für Frieden einsetzt, die sich für Umverteilung einsetzt, die sich für eine gerechtere Gesellschaft einsetzt, die wird hier von diesen regierungsfreundlichen Hetzern in die Nähe von Antisemitismus gerückt. Es ist unfassbar, was diese Stiftung so macht. Gegründet wurde diese Stiftung übrigens lustigerweise vom ehemaligen Stasi-Spitzel Annetta Kahane. Ja, also was soll man zu dieser Stiftung noch sagen? Aber lesen wir mal den Artikel weiter, wie die das begründen. Antisemitismus kann eben auch ein struktureller sein, weil er als Denkform über bloße Judenfeindschaft hinausgeht. Man kann hier von einem neoliberalismuskritischen Antisemitismus sprechen, der in der intendierten Kritik gegenwärtiger kapitalistischer Vergesellschaftung, der nomadischen Vereinzelung, gesellschaftlicher Entsolidarisierung, ökologischer Verwüstung und so weiter über das Ziel hinausschießt und in den Antiliberalismus mündet, dessen ausgemachtes Feindbild historisch wie aktuell die Jüdinnen und Juden sind. Also ihr habt es kapiert. Wer den Neoliberalismus kritisiert, wer ist laut der Amadeo-Antonio-Stiftung, und sogar laut ihrem Propagandaportal Bell Tower News, Antisemit. Also so kann man das hier zumindest interpretieren, was hier steht. Neoliberalismuskritischer Antisemitismus. Also Neoliberalismus kritisieren geht gar nicht. Man darf nur allgemein den Kapitalismus kritisieren. Man darf keine einzelnen Regierungen kritisieren, keine einzelnen Kapitalisten, keine einzelnen Stiftungen. Es ist nämlich alles strukturell, rechtsradikal, faschistisch, antisemitisch, was weiß ich. Also so agieren diese Leute. So agieren diese Leute, die sich da gerade auf Shoyokas Seite stellen. Shoyoka ist vielleicht die größte Woke-Hetzerin, die wir auf Twitch haben. Aber sie ist bei weitem nicht die schlimmste. Die Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja auch von Nils Schniederjahn, was ich wirklich nicht verstehe, ich mag den Kanal Feine Welt eigentlich, die von Nils Schniederjahn als Quelle benutzt wird, die agiert so, auf diesem Niveau argumentiert sie gegen Kritiker. Er liest sich dabeiistisch. Ja, so kann man es zusammenfassen. Den Artikel können wir uns, glaube ich, mal wann anders bearbeiten. Das ist wirklich heftiges Zeug, was da drin steht. Den können wir uns wirklich mal wann anders ansehen. Das ist jenseits von Gut und Böse, was da passiert. Aber
Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie diese Leute arbeiten. Also auf welchem Niveau sie agieren. Bevor ich hier jetzt einfach den Typen von der Amadeo-Antonio-Stiftung einfach zu Wort kommen lasse. Also die Woken würden jetzt sagen, ich habe das eingeordnet. Dong. Das, was wir hier sehen, ist ja nicht irgendwie nur ein Konflikt zwischen zwei, drei Parteien, sondern das ist eine fast ein Jahr anhaltende Diffamierungskampagne, die kontinuierlich da ist und die kontinuierlich Shoyoka versucht zu diskreditieren und fertig zu machen. Dass Videos über die Gamerin besonders gut geklickt werden, haben inzwischen viele, vor allem Männer, entdeckt. Günni, natürlich meint die Amadeo-Antonio-Stiftung das nicht ernst. Natürlich nicht. Also, die wissen genau, dass das absurde Unterstellungen sind, die nichts mit der Realität zu tun haben. Die wissen das. Die benutzen solche Stasi-Methoden, weil diese Methoden eben gut funktionieren, wenn man die Opposition zersetzen will. Also, das, denen geht es doch nicht um intellektuelle Wirklichkeit. Denen geht es darum, ihren Gegner zu vernichten. Sucht man zum Beispiel auf YouTube nach ihrem Künstlernamen, muss man lange scrollen, bis man ein Video von ihr selbst sieht. Vorher gibt es Inhalte wie Shoyuka dreht komplett durch. Monte zerstört Shoyuka. Shoyuka lügt und hetzt wieder. Was inhaltlich komplett richtig ist. Viele in der männerdominierten Streaming-Community machen immer mehr Videos gegen die 26-Jährige. Offenbar, weil... In der männerdominierten Streaming-Community... Daran liegt's. Das liegt nur daran, dass Shoyoka eine Frau in einer männerdominierten Community ist. Daran liegt's. Also es liegt nicht daran, dass sie Lügen über andere Leute verbreitet und versucht, sie zu canceln. Sondern es liegt nur daran, dass das eine männerdominierte Community ist. Weil es lukrativ für sie ist. Man schaut sich die Accounts von Leuten an, die quasi da gerade über mich herziehen und sieht, hey, ich bin... Übrigens, danke Sturmhaube für das Lob. Freut mich, dass dir die Diskussion... mit dem rosaroten Panzer gefallen hat, die ich auf meinem Erstkanal hatte. Nicht die Erste, ich bin nicht die Letzte. Das gehört zum Geschäftsmodell von manchen InfluencerInnen, dass sie halt nur über andere sprechen und das halt zu ihrem Inhalt machen. Diese Reaktionsvideos werden 100.000-fach angeklickt. Und diese Aufmerksamkeit wird auch politisch ausgenutzt, sagt Mick Prinz. Was man aber definitiv beobachten kann, ist, dass viele rechtsextreme Influencer genau diesen Content geteilt haben von diesen. Bin mal sehr gespannt, welche rechtsextremen Influencer den geteilt haben. Also der Volkslehrer jetzt auf den Plattformen, auf denen er noch nicht gesperrt ist, hier einen großen Aufruf gemacht, schaut alle Kuchen-TV. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich verfolge keine rechtsextremen Influencer. Reaktionären Bubbles, dass sie es irgendwie ganz ansprechend fanden, dass es dann irgendwie so eine breite Mobilisierung gegen eine... Da könnte es sein, dass Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung hier dass einfach dieses Wort rechtsextrem als Schlagwort verwendet, um Kritiker mundtot zu machen? Personen gibt, die sich für marginalisierte Stimmen einsetzt. Und ich würde jetzt definitiv nicht so weit gehen wollen und sagen wollen, dass eben diese reaktionären StreamerInnen irgendwie rechtsextrem sind. Das sind sie nicht. Wir beobachten aber schon, dass rechte und rechtsextreme Narrative hier wenig moderiert werden oder dass es halt auch innerhalb der Communities zu einer starken Vermischung kommt. Auch Shoyuka selbst war schockiert, wie schnell sich die Zuschauer aufhetzen lassen. Ich glaube, gerade an den Kommentaren merkt man, dass... Wir haben ja gerade auf Shoyukas Cancel-Kampagne gegen Nemesis reagiert. Hier, sie ist schockiert, wie sich Zuschauer aufhetzen lassen. Teilt aber Tweets vom Verleumdungs-Account Tiltedfloste, der Nemesis wirklich auf übelste Art und Weise zu diffamieren versucht. Oder von Alerta. Also das ist das Umfeld, in dem sich Shoyuka bewegt. Und dann ist sie schockiert, wie sich Leute aufhetzen lassen. Sie hetzt aber ständig Leute auf. Der Anteil der Zuschauerschaft, der auch wirklich Hass empfindet, nicht so gering ist, wie man vielleicht vermuten würde. Und ich finde, das Level an Eskalations... Also Proletopia sagt ja immer, diese Wokies, die projizieren. Also das, was sie über andere behaupten, das trifft eigentlich auf sie selbst zu. Und ich glaube, das stimmt hier. Das ist schon, Shoyuka behauptet ja wirklich die ganze Zeit Sachen über die Communities, von denen sie angegriffen wird, die eigentlich auf sie selbst zutreffen. Bereitschaft in diesen Communities hat mich selbst dieses Jahr sehr schockiert. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass man so einfach Menschen mobilisiert bekommt, um gegen eine andere Person vorzugehen. Ah, genau das machst du selbst. Also ihr wisst, ich brauche Shoyuka hier wahrscheinlich nur abzuspielen und jedem, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, fällt auf, dass die Frau sich die ganze Zeit selbst widerlegt, beziehungsweise sich selbst betreibt. Die Streamerin fühlt sich vor allem von den Plattformen im Stich gelassen. Aber
Sie sieht auch beim Gesetzgeber Nachholbedarf. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin in der Innenstadt. Wartet, jetzt hört gut zu. Was fordert Shoyoka vom Gesetzgeber, also vom Staat? Wenn jemand schreit mir Arschloch hinterher, habe ich bessere Möglichkeiten, damit eine Anzeige durchzukommen, als wenn jemand 10 Videos zu mir macht. Kuchen-TV. Ah! Kuchen-TV soll jetzt nicht nur von Twitch gesperrt werden oder von Twitter, also von großen Digitalkonzernen. Nein, Kuchen-TV soll jetzt vom Gesetzgeber angegangen werden. Oder zumindest Leute, die Shoyoka kritisieren. Also, ich sag mal so, wenn dass sich Bundestagsabgeordnete gerade mit Shoyoka solidarisieren, könnte nun schlimme Konsequenzen haben. Vielleicht kommen wir bald neue Gesetze gegen Hass im Netz. Und dann sind Streams wie dieser hier, wo ich einfach nur Shoyoka sachlich kritisiere, egal. Weil jede Kritik an dieser Woken-Ideologie dann als Hass gebrandmarkt wird. Einer der Hauptakteure wurde inzwischen auf Twitch gesperrt. Zuvor hatte er noch im Spenden für sich. Er wurde auf Twitch gesperrt. Jetzt schaut mal, wie Nils Schniederlian das kommentiert. Ich gebeten, um einen Anwalt bezahlen zu können. Es ist also unwahrscheinlich, dass die Kampagne damit beendet ist. In seinem letzten Stream kündigte er aber an, es ist unwahrscheinlich, da entscheidet ein großer Digitalkonzern, der in den Händen ja hauptsächlich amerikanischer Aktionäre ist, der größte Aktionär ist Jeff Bezos, dass jemand gesperrt werden soll. Und diese Entscheidung, die dient dann nur dazu, eine Hasskampagne zu beenden, nicht dazu, eine woke kulturelle Hegemonie durchzusetzen. Dazu dient das nicht, sondern es dient nur dazu, eine Hasskampagne zu beenden. Amazon hat ja ganz edle Institutionen. Ich frage mich wirklich, wie jemand, der sich mit linker Theorie auseinandergesetzt hat oder zu haben scheint, wenn man mal seinem YouTube-Kanal Feine Welt folgt, wie der zu solchen Äußerungen hier kommen kann, wie der so unkritisch gegenüber Amazon sein kann. Weiter gegen Shoyoka hetzen zu wollen. Das hört sich dann so an. Ich will, dass Monte zu mir kommt, seine Zunge in mein Arschloch steckt und mir sagt, Digga, du hast Shoyoka so krass gebrochen. Du bist so ein geiler Typ. Bitte, sei meine Yappie heute Nacht. Und das ist mein Ziel. Und das werde ich dir beweisen. Ich werde weitermachen. Ja, Shoyoka macht auch weiter. Sie versucht, ihre Kritiker zu sperren. Kuchen-TV hat sogar schon gesagt, nein, ich will nicht, dass Shoyoka gestrikt wird. Ich will, dass ihre Meinung weiter frei sagen darf, dass ich meine Meinung frei sage. Kuchen-TV setzt sich für den freien Diskurs ein, Shoyoka dagegen. Beim YouTuber Tim Held haben wir wegen einer Stellungnahme angefragt, allerdings bislang noch keine inhaltliche Antwort bekommen. Ich bin so gespannt, wenn Kuchen-TV in einem Video auf diesen Beitrag hier reagieren würde. Also, wenn ihr im Server von Kuchen-TV seid oder auf Twitter seid oder wo auch immer, oder keine Ahnung, mal im Chat bei ihm, dann schickt ihm mal diesen Beitrag des DLF, falls er den noch nicht mitbekommen hat. Ich weiß ja nicht, ob er da schon drauf reagiert hat, aber das wär bestimmt mal lustig. Das eignet sich bestimmt auch für ein eigenes Video, da hier auch schon wieder die Amadeo-Antonio-Stiftung drin war. Und ich hatte gerade gezeigt, was das für Leute sind. Also hier Belltower News, das Propagandaportal, das unterstellt einem gemäßigt sozialdemokratischen Medium wie den Nachdenkseiten, dass sie in der Nähe von Antisemitismus stünden. Also es ist so auf so einem Level, wo man nicht mehr viel zu sagen kann. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Nils Schniederjahn, wie gesagt, man sollte meinen, er würde sich mit linker Theorie auskennen. Er hatte mal den YouTube-Kanal, also er hat immer noch den YouTube-Kanal Feine Welt, hat da seit einiger Zeit schon nichts mehr veröffentlicht. Kann ich euch vielleicht zum Abschluss nochmal zeigen, könnt euch die Videos da gerne ansehen. Eigentlich müsste man meinen, dass er ein bisschen Ahnung von linker Theorie hätte. Also warum ist es aus theoretischer Sicht als Linke schlau, sich auf die Seite der Wokies zu stellen? Warum ist es schlau, sich gegen die Meinungsfreiheit zu stellen? Also die Wokies, die werden beim ersten Gelegenheit uns canceln. Das haben sie auch versucht. Also nachdem die NATO einen Wirtschaftskrieg gegen Russland gestartet hatte, hatten alle Wokies geschrien sofort, noch mehr Wirtschaftskrieg, wir wollen, dass Russland noch härter rangenommen wird. Als immer mehr Waffen in die Ukraine geliefert wurden und wir linken Friedensverhandlungen gefordert wurden, da haben die Wokies gesagt, nein, wir müssen noch mehr Waffen liefern, wir müssen noch mehr gegen Russland vorgehen. Russland ist unser Feind, wir müssen hier hunderttausende Menschen opfern für unsere Freiheit und Demokratie. Also diese gesamte Propaganda der NATO haben sie wiederholt. Die Wokies sind unsere Gegner. Sind nicht unsere Verbündeten. Das muss man ganz klar sagen. Wer sich ein bisschen mit linker Theorie beschäftigt hat, was man von Feine Welt ja eigentlich erwarten sollte, dann weiß ich nicht, wie man auf so etwas kommen kann. Mehr bleibt mir dazu eigentlich nicht zu sagen.